Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Heute geht es um Klartext zur Tiefkühlware. Ist Tiefkühlessen gut oder ist es schlecht? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Was muss man auf jeden Fall dabei bedenken? Ich habe euch das einfach mal hier aufgebahrt. Ihr seht das, was ich frisch einkaufe. Eine Aubergine, Paprika, eine Zucchini, eine Gurke, Tomate. Das, was man einfach frisch im Supermarkt einkauft und meistens dann auch direkt in den Kühlschrank verfrachtet. Also hier seht ihr schon mal, das habe ich vor 3 Tagen eingekauft. Und wenn man sich das so ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, dann fällt einem eigentlich auch auf, hier sieht man es bei der Paprika, die hat so ein paar Ditscher, das könnte natürlich sein, dass die beim Einkauf passiert sind, auch vielleicht schon vorher. Hier sieht man das auch noch bei der Zucchini relativ gut, so ein paar Ditscher, und da setzt dann was ein, das nennt sich Fäulnis. Das Ganze kann man hier an der Aubergine auch ertasten, so eine Art Bindegewebsschwäche. Bei Gemüse soll es tatsächlich geben, nicht nur bei Frauen am Po, sondern auch bei Gemüse gibt es so eine leichte Bindegewebsschwäche, da setzt dann auch ein Fäulnisprozess ein und das Ganze erstaunlicherweise schon relativ rasch. Die Frage ist natürlich immer, welchen Weg die Waren zurückgelegt haben, und man kann sagen, nach der Ernte bis zum Verkauf im Supermarkt vergehen durchschnittlich 3 Tage. Dann habe ich die Sachen natürlich auch noch 3 Tage bei mir im Kühlschrank. Das heißt, die sind so gesehen 6 Tage alt, zumindest statistisch gesehen. Genau weiß ich das natürlich nicht, da kann man nur drüber spekulieren. Das heißt, in diesen Tagen setzt natürlich schon ein Fäulnisprozess ein, damit einhergehend natürlich ein Verfall der Vitamine. Zum Beispiel bei Spinat ist nach einem Tag bereits 30% des Gehalts an Vitamin C verfallen, nach weiteren Tagen bereits weitere 30%. Ähnliches auch bei Blumenkohl, das heißt gerade dieses sehr licht- und wärme- und auch luftempfindliche Vitamin C, das geht sehr schnell verloren. Und zum Beispiel so eine Paprika ist eine Vitamin C-Bombe, aber wenn die schon ein bisschen älter wird, so ein bisschen runzliger wird, und die fängt hier bereits an, wenn man ganz genau hinschaut, da geht natürlich auch einiges an Vitaminen bei drauf. Das heißt, die Frage ist immer, welchen Weg die Lebensmittel zurückgelegt haben, und hier geht man immer davon aus, dass es ganz besonders frische Sachen ist, und hier geht man immer davon aus, dass es so Sachen sind, die sind ja sozusagen im Convenience-Food, im Fertigessen-Bereich eher einzuordnen und sind damit automatisch etwas schlechter. Und genau das ist die Frage, und genau das muss man auch hinterfragen, denn wenn man genau hinschaut, dann ist zum Beispiel bei diesem Kaisergemüse der Fall, dass dieses Kaisergemüse direkt nach der Ernte blanchiert wurde, und bei diesem Blanchierprozess wird es mit so einem Dampf, mit so einer relativ hohen Hitze kurzzeitig behandelt, also gar nicht lange, aber dafür sehr intensiv. Dabei werden die Enzymaktivitäten hier gestoppt, oberflächlich werden Bakterien auch abgetötet, und es wird natürlich dadurch sehr haltbar gemacht. Das heißt, das ist dieser vorteilhafte Effekt, es wird blanchiert und danach schockgefroren, also in eine Temperatur gebracht, die auf einmal minus 40 Grad beträgt. Dadurch werden zum Beispiel hier auch diese einzelnen Karottenbestandteile sofort luftgefroren bei minus 40 Grad. Das geht ratzfatz und dann sind die tiefgefroren. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, weil dabei einfach die Enzymaktivität, der Fäulnisprozess, der Vitaminverfall, aber eben auch die Weiterentwicklung von Bakterien etc. gestoppt wird. Das heißt, wenn man es genau nimmt, ist es etwas Gutes und etwas Frisches. Bei Lebensmitteln wie zum Beispiel Fisch ist der Vorteil, dass sie direkt auf dem Fischcrawler direkt filetiert, direkt gefroren werden, dadurch eben auch der Fäulnisprozess gestoppt wird. Ihr wisst ja, gerade bei Fisch müsst ihr mal extrem aufpassen, wenn der schon so ein paar Tage hinter sich hat. Die Entwicklung, die ist nicht nur olfaktorisch, also mit der Nase zu riechen, sondern die kann natürlich sich auch noch mit einer Lebensmittelvergiftung ordentlich durchschlagend, bemerkbar machen, sagen wir es mal so. Also jeder, der schon mal fauligen Fisch gegessen hat, der wird wissen, wovon ich gerade rede. Das kann natürlich auch sehr gefährlich werden, braucht man eigentlich gar nicht drüber scherzen. Ich fasse jetzt hier mal die Vorteile von tiefgekühltem Essen zusammen. Also zum einen werden sie direkt nach der Ernte tiefgefroren oder nach der Schlachtung direkt tiefgefroren, dadurch eben haltbar gemacht. Zum anderen dieses saisonabhängige, gerade bei Obst und Gemüse, ist natürlich klar, sowas wächst und gedeiht saisonabhängig, also zu bestimmten Jahreszeiten. Da ist natürlich der Vorteil, dass es auch zu den entsprechenden Jahreszeiten dann eingetütet werden kann und eben das ganze Jahr über verkauft wird. Das heißt, mit diesem Saisonvorteil geht natürlich einher auch ein Preisvorteil. Dazu kommt, dass es natürlich auch bezogen auf den Vitamin- und Mikronährstoffgehalt dem frischen Essen tatsächlich überlegen ist. Da müsst ihr wirklich aufpassen, gerade bei diesen frischen Sachen setzt der Fäulnisprozess ein, der hierbei gestoppt wird, vorausgesetzt die Lieferkette, die Kühlkette wird nicht unterbrochen, deswegen werde ich die Sachen jetzt auch alle gleich wieder ins Gefrierfach zurücktun. Ein Wehmutstropfen gibt es bei der Sache noch, ihr müsst euch tatsächlich darauf verlassen, dass die Sachen ordentlich geputzt und gewaschen wurden. Gerade so bei Gemüse muss man immer darauf achten, dass sowas eben gewaschen ist,
dass man auch tatsächlich vielleicht nochmal mit so einem Tuch rübergeht, um hier diesen Schellack runterzubekommen, also dieses Gewachste. Das sind so Sachen, da finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man ordentlich wäscht. Das ist einfach eine ganz eklige Vorstellung. Und da muss man sich einfach drauf verlassen, dass die Industriewäsche gut war. Hier gerade so zum Beispiel beim Kaisergemüse, da weiß man einfach nicht, wer das gewaschen hat, wie das gewaschen wurde und wie lange und wie ordentlich. Darauf muss man sich verlassen und genau das ist halt der Nachteil. Und ansonsten kann ich euch einfach nur sagen, bevorratet euch, sorgt wirklich dafür, dass ihr immer eine gute Nährstoffversorgung habt, also gerade was eure Ernährungsplanung angeht, immer eine klare Linie drin haben, niemals an den Punkt kommen, dass ich sage, so, ich muss jetzt zu McDonald's fahren oder ich muss jetzt unbedingt dieses oder jenes essen, weil ich nichts anderes da habe, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, mal Fast Food zu essen, eure Sache, aber niemals aus Mangel an Alternativen und deswegen eigentlich optimal immer sowas dabei haben, ja, das ist Fast Food für die Tiefkühltruhe, kann man sich machen, wenn man einfach mal Bock drauf hat, wird nicht frittiert, sondern einfach in den Backofen geschoben, riesengroßer Vorteil und gerade wenn ich daran denke, läuft mir ordentlich das Wasser im Mund zusammen. So, ich werde jetzt dafür sorgen, dass die tiefgekühlten Sachen natürlich wieder tiefgefroren werden. Das heißt, ab damit in den kalten Schrank. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.